Okay, wir sind jetzt wieder da, ne? Und vor dem Funkkontakt sollen wir mit den Mitstreitern sprechen. Der Schlupfwinkel des Gorons. Okay. Ansehen. Lenis altes Zimmer. Ich sollte nicht reingehen. Okay. Aber trotzdem sollte ich mich umschauen, also. Ich bin ganz schön erwachsen geworden. Hier sind noch Sachen. Notiz. Habe es aus Wagen rausgeschafft, obwohl die braunen Schatten die Sperrstunde jetzt strenger handhaben. Am schwierigsten war es, Franz' Eltern beizubringen, dass ihr Sohn beim letzten Einsatz umgekommen ist. Besonders hart hat es seinen Vater getroffen, als ich ihm sagte, dass er die Leiche seines Sohnes nicht abholen kann. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass Hardtack alle unseren Gefallenen im ewigen Eis bestattet, wie auf einem gefrorenen Friedhof, damit sie eins mit dem Berg werden und in Frieden bei ihren gefallenen Waffenbrüdern ruhen, ohne die Gefahr, dass die braunen Schatten sie finden und ihre Gräber entweihen. Jedenfalls fiel es ihnen nicht leicht, sich mit Franz' Tod abzufinden, auch wenn sie wussten, dass er das Risiko kannte. Ich versuchte vernünftig mit dem Vater zu reden, und schließlich begnügte er sich damit, um Franz' Habseligkeiten zu bitten. Ich sehe keinen Grund, ihm das zu verweigern, aber bisher hat danach noch nie jemand gefragt. Was meinst du? Würde Leon etwas dagegen haben? Okay, hier ist aber sonst nichts. Da oben ist aber was. Leons Männer müssen Quartier im Schlafsaal bezogen haben. Okay, und hier? Ah, ich gehe nach oben, tatsächlich. Was haben wir denn hier oben? Bisschen was ist ja hier, ne? Manchmal ist die Steuerung. Juntas Versteck. Ich bezweifle, dass ich hier etwas finde, um das Funksignal zu verstärken. Okay. Herrn Gustavs altes Radio. Ich erinnere mich an die vielen Sommerabende, die wir damit verbracht haben, Hörspielreihen zu lauschen. Okay. Diese Antenne sieht aus wie eine von Herrn Gustavs Erfindungen. Die kann ich sogar nehmen, oder? Wenn diese Antenne angeschlossen ist, muss sie sich öffnen lassen. So. Es muss etwas anderes geben, was ich da einstecken kann. So. Ach ja. Okay. Es muss etwas anderes geben, was ich da Aber ich einstecken habe es auf kann. jeden Fall erstmal mitgenommen. Das ist ja schon mal gut. Also hat Junta sie wohl nie abgeholt. Es ist doch eigentlich kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ein Weltkrieg ausgebrochen ist. Das stimmt. So, was haben wir denn? Hier ist auch noch was. Eingemachtes. Vorräte, ja. So, ist hier irgendwas an dieser Wand? Nein. Was für ein Chaos. Herr Gustav muss Juntas Dunkelkammer als Lager genutzt haben, nachdem sie weg war. Okay, sonst ist hier oben aber tatsächlich anscheinend nichts. Was nicht schlimm sein muss. Ich gucke jetzt trotzdem noch mal einmal hier an der Seite. Da ist aber wirklich nicht. Also wir haben jetzt quasi ungewollt oder nichtswissend das Teil gefunden, was wir wahrscheinlich nachher brauchen. Und jetzt muss ich mal kurz meinen Kater stören, der mir hier über den Bildschirm laufen möchte. So, jetzt ist er weg. Okay. Hier ist nichts, hier ist auch nichts, dann gehen wir runter. Mal sehen, was uns da erwartet, wer uns da erwartet. Überall liegen Waffen, okay. Diesen Einrichtungen nach zu urteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Nach dieser Propaganda gegen die Widerstandskämpfer zu urteilen, müssen die braunen Schatten recht verzweifelt sein. Die terroristische Weiße Armee hat eine weitere Sabotage begangen. Okay. So. Die Schweiz.
Dort ist das Paket in Sicherheit. Wir müssen mit dem Paket den Teufelskragen überqueren, um die Schweiz zu erreichen. Es heißt, der Pass sei nicht extrem anspruchsvoll, aber trotzdem braucht man einen Profi-Bergsteiger als Begleitung. Die Berghütte. Das ist der Ausgangspunkt für unsere Expedition in die Schweiz morgen. Okay. Harold Exner. Laut Auswärtigem Amt ein Wissenschaftler mit wichtigen Informationen für die Kriegsanstrengungen. Seine Tarnung ist aufgeflogen, was zu diesem Einsatz geführt hat. Ich sag es besser nicht bei der Besprechung, aber er hat einen Ruf als arger Hitzkopf. Okay. Die Berghütte. Der Ort, wo zwischen mir und Leon alles begann. Okay. Offenbar ist der Gorun ein Albtraum für die braunen Schatten. Er muss der Super-Widerständler sein, von dem ich in London so viel gehört habe. Interessant, haben Sie diesen Mann gesehen? Die Alliierten können den Widerstandskämpfer nicht genügend Material schicken, weshalb sie noch immer auf ihre altmodischen Methoden zurückgreifen. Okay. Das ist ein Waffenversteck. Seit Herr Gustav weg ist, nutzen Widerstandskämpfer diesen Ort als Außenposten. Oh, da ist ja einiges vorhanden. Die braunen Schatten wissen es sicher zu schätzen, wenn Leon und seine Leute sie mit ihren eigenen Granaten bewerfen. Mit Sicherheit. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall alles. Ich kann hier mit ihm sprechen. Mal sehen. Darf ich? Ja, die Zeichnungen. Wahre Waffenbrüder und Schwestern. Man spürt, dass die drei immer zusammenhalten. Das stimmt. Der Gorun hat Leon als seinen Bruder bezeichnet. Sie müssen viele Abenteuer zusammen erlebt haben, seit Leon ihn aus den Fängen von Herrn Berger befreit hat. Leni und der Gorun scheinen sich nahe zu stehen. Schön, dass sie einen Freund gefunden hat. Nicht, dass Herr Gustav ihr keine Zuneigung entgegenbringt, aber sie war immer so allein auf der Hütte. Sie zeichnen sehr gut. Für Sie, deine Rose. Oh. Danke. Danke vielmals, Herr Ludwig. Es ist fast, als wären Sie an jenem Abend dabei gewesen. Leon hat erzählt. Wie süß. Hat er von mir gesprochen? Die ganze Zeit. Ich sollte gehen. Dann bis später, Herr Ludwig. Oh, diese Zeichnung sieht aus wie Leon und ich. Der Gorun muss sie nach Leons Erzählung angefertigt haben. Süß. Oh, hatte ich das schon? Diesen Einrichtungen nachzuurteilen, scheint Leons Netzwerk besonders gut organisiert zu sein. Schade, dass das nicht auf alle Widerstandsnetzwerke zutrifft, mit denen wir zusammenarbeiten. Wer hätte gedacht, dass die Dana mal so jemand, so eine Person wird, ne? Das ist das Funkgerät. Warum hat Herr Gustav die Hütte verlassen? Haben die braunen Schatten ihn gezwungen? Das weiß ja keiner so genau. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht ans Funkgerät, sondern ich gehe erstmal rausgucken, was mich da erwartet. Genau, die sind nämlich alle draußen. Mit der spricht nicht mit mir. So, was kann ich hier tun? Ein Sturm zieht auf. Ich hoffe, er bricht nicht los, bevor wir es morgen früh über den Teufelskragen geschafft haben. Okay. Das ist jetzt wer? Das ist der, ne? Ist alles in Ordnung, Herr Exner? Sie wirken etwas nervös. Wenn es wegen Ihrer Flucht morgen ist, versichere ich Ihnen, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Leon ist der Beste für... Was morgen passiert, ist mir völlig egal. Was ist es dann? Es ist meine Frau, Andrea. Wie ich bereits ihren Gorillas sagte. Ich kann nicht ohne sie weg. Ihre Frau? Tut mir leid, Herr Exner, aber wir haben keine Befehle bezüglich... Ihre Befehle sind mir völlig egal.
Ich gehe nicht ohne Andrea. Verstehen Sie? Ich gehe nicht. Oh je. Sie halten mich für ein Schwein, nicht wahr? Ein egoistisches Schwein, das Leben anderer für die Frau, die er liebt, riskiert. Das denken Sie doch alle, oder? Oh je. Dazu habe ich keine Meinung. Das liegt an Ihnen. Sie haben nur Angst. Bisher haben Sie sich nicht gerade von Ihrer besten Seite gezeigt, nicht wahr? Denn ansonsten hätten wir vielleicht eine höhere Meinung von Ihnen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten und erwarte kein Mitleid von Ihnen. Aber wäre etwas Verständnis zu viel verlangt? Ich meine, was täten Sie an meiner Stelle? Was täten Sie, wenn von Ihnen verlangt würde, zum Wohle aller Ihren Bergsteiger zu verlassen, den Sie so zu mögen scheinen? Denn genau das verlangen Sie gerade von mir und meiner Andrea. Ich würde dasselbe tun. Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich auch alle Register ziehen, um die zu schützen, die mir wichtig sind. Stimmt ja auch. Verstehe. Danke, Fräulein. Okay, ich habe mich jetzt mit ihm unterhalten. Wir unterhalten uns später, Dana. Leni. Leni! Was gibt's? Schön, dich zu sehen. Dein Vater, der Gurun? Unglaublich, wie groß du geworden bist. Wie ist es dir denn ergangen? Ganz gut, soweit. Oh je. Das heißt... Ich habe gehört, dass die Hütte vor ein paar Jahren von den braunen Schatten geschlossen wurde. Euer Netzwerk hat offenbar das Beste daraus gemacht. Aber was ist mit Herrn Gustav? Ist er tot? Nein, ist er nicht. Obwohl, für mich könnte er es gerne sein. Die ist echt komisch. Es ist unglaublich, wenn ich daran denke, dass du und Leon an der Seite von jemandem kämpfen, der von so weit weg kommt. Ja. Nachdem Leon ihn auf der Expedition in Baltaya gerettet hatte, nahm Ludwigs Stamm ihn über die Wintermonate auf. Sie wurden unzertrennlich. Wie Brüder. So sehr, dass Ludwig darauf bestand, mit Leon hierher zurückzukehren. Jetzt ist er unser leidenschaftlichster Mitstreiter. Der Schrecken der braunen Schatten. Sie ist echt nicht so gesprächig. Bis später, Leni. Na, Hauptsache allen geht's gut. Ja. Mehr oder weniger. Ich kümmere mich um das Funkgerät. Ja, aber was ist denn jetzt noch, wenn ich hier runtergehe? Besser nicht zu weit weggehen. Ah, okay. Dann geht sie auch nicht runter. Dann gucken wir nach dem Funkgerät. So. Hier hin. Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Mit diesem Teil des Funkgeräts schickt man Nachrichten. Okay. Was haben wir hier? So. Lea. Lea. Und, Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. So, wir können das einschalten. Aber ich gucke nochmal erst hier rum. So. Okay. Das brauchen wir anscheinend. Untersuchen. Was haben wir denn hier? Streng geheim. Bitte folgen Sie unten stehenden Schritten, um Ihren Verbindungsoffizier zu kontaktieren. Entschlüsseln Sie unten stehende Kontaktcode, um die Sicherheitsfrequenz zu erhalten.
So, wir müssen uns, glaube ich, mal kurz die Sicherheitsfrequenz aufschreiben. Ich hoffe, dass ich hier einen Stift habe. Den habe ich sogar. Ich schreibe mir das zur Sicherheit einfach mal auf, falls wir das brauchen. Also 2111.12.121.21. So, stellen Sie die erhaltene Sicherheitsfrequenz am Empfänger Ihres Geräts ein. Ihr Verbindungsoffizier teilt Ihnen dann über den Empfänger Ihres Geräts eine neu zu entschlüsselnde Übertragungsfrequenz mit. Stellen Sie diese neue Übertragungsfrequenz am Sender Ihres Geräts ein. Sprechen Sie über den Hörer Ihres Geräts mit Ihrem Verbindungsoffizier. Okay. Funkcodes. Ein Dokument, das die Entsprechung zwischen dem lateinischen Alphabet und dem Morsecode zeigt. Okay. So. Streng geheim. Um eine Nachricht über Funk zu empfangen, nutzen Sie bitte unten stehende Korrespondenztabelle. Der Empfänger des Briefes erhält seinen Code auf der Frequenz, die durch den Kontaktcode hergestellt wird. Mhm. Seek Fair Lead Weft Tears Barn. Okay, wir warten jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal. Muss ich mir das hier erstmal anschauen? So, da muss doch hier was hin. Vielleicht ist Herrn Gustavs selbstgebautes Radio noch irgendwo hier. Das haben wir. Wir haben eine Pistole. Sie passt nicht. Offenbar stimmt etwas mit der Antenne nicht. Ja, kann ich dir sagen. Wir haben das ja nicht rausgedreht. Das sollte das Signal verstärken. Genau. Perfekt. So. Jetzt müsste das ja klappen. Und los geht's. Wow. Krass. Uiuiui. Hm? Ich muss einen Fehler gemacht haben. Das funktioniert nicht. Aber wohin geht es? Nein. Dieser Gegenstand funktioniert nicht. Unmöglich. Ah. Aha. Wow. Interessant. Und dann? Kann ich hier? Das sollte das Signal verstärken. Wow. Okay. Nichts. Ich sollte das Funkgerät erst einschalten. Mhm. Dann müssen wir noch mal hier. Dann hier das. So, das ist jetzt der Empfänger. Mit diesem Teil des Funkgeräts empfängt man Nachrichten. So. Ach so, ich muss das jetzt auf Empfang stellen wahrscheinlich. Irgendwie so. Dann muss ich nochmal hier auf meinen Zettel gucken. So. To be in touch with the office, use the table below. Contact code. Contact code. Nochmal gucken. Um die Sicherheitsfrequenz zu erhalten. Ach so, 211. Warte, dann müssen wir mal hier noch gucken. So. 2111. Das wäre ja quasi lang. Kurz, kurz, kurz. Oder so. Aber da gibt's jetzt... B wäre das. Und 1-2 wäre A. 1-2-1, also kurz, lang, kurz. Wäre R. Bar. Und dann haben wir noch 2-1, also lang, kurz. Barn. Barn ist die Frequenz. Das habe ich auch, glaube ich, eben irgendwo gesehen. Barn, hier. 6,9. 6,9.
Das müsste 7 sein. Also 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9. Ich kann das nicht so genau sehen, ob das... Ich muss es mal so lassen. Scheint zu passen. So. Hier ist jetzt der Sender. Okay, und dann muss ich da nochmal drauf drücken.